Streifenpolizist. Solange es kein Streifenhörnchen ist, können wir ja zufrieden sein. So, wir haben jetzt hier noch eine Gefälligkeit. Eskorte die zweite. Wir sind ja hier soweit eigentlich durch. Also können wir die eigentlich auch gleich noch mitmachen. Komm, die holen wir mal eben. Mal sehen, was da so abgeht. So, und dann rufen wir... Huch. Und dann rufen wir gleich nochmal den Roland an. Und fragen mal, was der noch so auf dem Herzen hat. So, 300 Meter noch. Das ist ja ein Katzensprung. Miau. Halt. Stopp. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das leuchtet und müsste eingesammelt werden. Ich hab schon. So, wunderbar. Könnte. Vollidiot. Ich könnte mal hier auch nochmal ein Getränk mitnehmen, bevor ich jetzt. Weit. Hallo? Bevor ich jetzt weiterfahre. Ich habe 765.000 Dollar. Boah, Alter! Das haut schon rein. Erhöhter Schaden. Das, der hat eigentlich gerade meine Tür abgefahren, aber die ist noch dran geblieben. Alles klar, gut. Ich habe mich gerne geschlagen. Also jetzt nicht in dem übertragenen Sinne, aber halt so, dass meine Tür noch dran geblieben ist. So, was los? Wei, I'm counting on you. We are both Sun On Yi, right? What's going on, man? 18k all over. They are going to kill me. Can you get us a car and get us out of here? Steig ein. Shit, that's the first of them. Let's go. So, dann treiben wir mal ganz schnell. Yeah. What the hell did you say to him? Nothing. Well, I came out from the side mirrors. That's all. Then they jumped me, and I think I might have broken some guy's leg. I don't know what his big problem is. Whatever, they are assholes. 18 fucking K. We'll get them some other time. Wunderbar, wir haben es gleich geschafft. Right? Yay! What? They're back? Fuck! Alter, der kriegt so viele Kopfschüsse, das geht doch gar nicht. I can't see them anymore. I think we are safe. Let me out. I can take it from here. Thanks again. I owe you one. Jo. Passt schon, du Klötenkopf. So. Entschuldigung, musste sein. So, wunderbar. Haben wir jetzt hier erstmal in dem Gebiet alle Gefälligkeiten abgehakt? Ich habe extra abgehakt gesagt. Jetzt haben wir hier drüben noch Rattenfänger 2. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich hier irgendwo vielleicht ein Boot herbekomme oder sonst irgendwas ähnliches. Würde ich sagen, machen wir jetzt eben noch hier die zwei Dinger auf dem Wasser. Und dann vielleicht noch eine Hauptmission und dann reicht das auch erstmal wieder für diese Aufnahmesession.
So, dann gucke ich mal eben, ob ich hier unten vielleicht irgendwie an ein Bildchen dran komme. Wir müssen einfach mal gucken, ne? So, ich habe nebenbei noch ein bisschen Munition aufgesammelt, also wunderbar. So, gibt es hier eventuell irgendwo ein Boot? Oder kann man die Waffe wegstecken? Oder sieht das schlecht aus? Ha. Sieht wohl ein bisschen schlecht aus. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, den ganzen Weg zu schwimmen. Das mache ich auf keinen Fall. Aber da drüben ist noch eine Kiste, beziehungsweise ein Dings, was wir noch einsammeln müssen. Dann holen wir eben das Ding jetzt noch. Und dann gucken wir mal weiter. Du wirst doch da aber hochspringen können, oder? Warten, Schlappschwanz. Das ist echt verwunderlich, dass es hier kein Boot gibt, mit dem man mal wegfahren kann. Also. Ja, und es gibt schon wieder leichte Frame-Einbrüche. Wahrscheinlich ist die Festplatte schon wieder reichlich gefüllt, auf die ich aufnehme. Hi. Na? So, wow, wir können es auch anders machen. War was? Sie sehen ein bisschen tot aus. Die beiden haben sich ganz doll lieb. Das ist rhythmische Sportgymnastik, was sie da jetzt machen. Nein, komm, ich sag lieber nichts. So, nochmal 10.000 Dollar. Wunderbar. Aber wie gesagt, hier ist kein einziges Boot. Kein Blödchen. Gut, also müssen wir nochmal ein bisschen woanders gucken. Vielleicht da, aber das glaube ich eher weniger. Das ist ja meistens hier so an solchen Ecken, wo meistens dann so kleine Bötchen dabei sind. Aber wir gucken einfach mal. Einfach mal ein bisschen rumgucken. Rumgucken. Man kann auch Whisky gucken. Wer diesen Wortwitz jetzt nicht verstanden hat, der ist wirklich falsch. Also hier. Gucken wir da rum? Nö. Also drehen wir in diese Richtung, bitte. Nein, hier geht's auch noch nicht lang. Hier müssen wir raus. Richtig. Der Kandidat hat 100 Punkte. Man sollte vielleicht nicht gegen Baum fahren. Wäre eventuell ein bisschen besser. Juhu! So, also gucken wir jetzt hier vorne auch nochmal. Du bist mal ein bisschen an der Seite, bitte. Mit dem Auto komme ich da natürlich nicht durch. Das war klar. Also müssen wir mal wieder laufen. Ah, siehst du, da hinten ist nämlich auch noch eine Kiste, wie ich das gerade sehe. Das ist sehr gut. Dann können wir die nämlich auch gleich noch öffnen. Aber wie ich schon vermutet habe, hier ist natürlich auch kein Boot.
Was tust du? Ich habe nicht gesagt, dass du über den Käfig ins Wasser springen sollst, ne? Muss ich mal zuhorchen. Eine Jogginghose und 5000 Dollar. Das ist schön. Gut, also der Weg war auch schon mal wieder für die Buchse. Also für den Arsch, wenn man es auf gut Deutsch sagen will. Ja. Also bleibt uns nichts anderes übrig. Noch ein Stückchen weiter runterzufahren. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich da hinkomme. Naja, ich gucke mal. Ansonsten werden wir da jetzt auch kein Boot finden sollten. Dann machen wir jetzt einfach nur noch eine nächste Hauptmission. Und wenn wir das dann haben, dann haben wir schon wieder einiges geschafft. Moment. Was mir jetzt gerade noch so in den Kopf hier reinkommt. Ich glaube nämlich, dass hier oben auch noch eine Kiste wartet. Halt die Schnauze. Die wir auch noch öffnen müssen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob das hier rechts oder links rum war. Na gut, in das Boot kann man leider nicht einsteigen. Gut, hier schon mal nix. Oder war es jetzt komplett falsche Stelle, die ich jetzt hier meine? Das kann natürlich auch sein. Es sieht eher so aus, als wenn ich eine komplett andere Stelle meine. Und genau so sieht's aus. Juhu! Passt schon. Man kann sich ja mal vertun. Way. Why don't you have a pork bun in your hand? Hi. You look like you could use a pork bun. Ich wusste jetzt nicht genau, worauf Way jetzt hier hinaus wollte. Aber, okay. Ist ja alles im grünen Bereich. So. Oh, wahrscheinlich hier noch ein Stückchen weiter runter. Und jetzt hier rein. Bin ich hier richtig? Könnte sein. Oder auch nicht. Oh, der war gut gedreht. Noch ein bisschen weiter runter. Vollidiot. Aber hier vorne irgendwie zum Dings hin. Ich muss mal eben gucken. Kommen wir da hin, wo ich hin will? Ist das da drüben ein Boot oder ist das kein Boot? Das kann man jetzt ganz schlecht erkennen. Ah, doch. Das ist ein Boot. Sehr schön. Zwar ein langsames, aber... egal. Hauptsache, wir haben ein Boot. So, wo sind wir denn jetzt hier? Also einfach die Richtung, die ich jetzt habe. Einfach runter. Genau. So, und wenn wir das da hinten dann schon mal haben, dann fahren wir nochmal auf die komplett andere Seite rüber. Machen wir aber einen schönen Rundgang, beziehungsweise rundbootige Fahrt hier auf der Karte. Hat sich jetzt auch komplett irgendwie falsch angehört, aber egal. Und wenn wir die beiden Gefälligkeiten dann haben, wenn wir die dann haben, dann, ja, dann können wir zufrieden sein. Und da ist sogar ein schnelleres Boot.
Gut, du solltest da jetzt eigentlich nicht irgendwie... Was machst du da? Solltest eigentlich dich nicht aus dem Boot rausspringen ins Wasser, aber okay. Hey, Mr. Alles Chen, gut. Can you help me out? Was, ich soll dir helfen oder was? Nee, du siehst einfach nur bekifft aus. Alles gut. Hiya! What's the problem? I got some drunks playing a game around the corner. They're scaring off our customers. I'll deal with them myself, but I'm not allowed to leave the door. Don't worry, I'll take care of it. Du bist 5 Meter von den Spastis entfernt. Hey, you guys have to...